Ich habe noch, wo wir bei Hits waren und Leuten, die man vor 12 Monaten vielleicht, glaube ich, noch nicht kannte. Hier haben wir noch auf der Liste Loredana mit Sonnenbrille. Ja, Mann. Seit wann gibt es Loredana? Die Sonne, seit Sonnenbrille. Seit Sonnenbrille. Oh. Ja, seit Sonnenbrille. Irgendwie kurz muss vor man Frauenfeld war es, glaube ich, weil der ist ja live aufgetreten. Ja, ja, ich habe. Also Frühsommer, glaube ich. Sogar, ja. Frühsommer, glaube ich. Ja. Ja. Jetzt aktuell auch sehr konsequent auch von den Loredana und Team gemacht. Ist jetzt gerade aktuell dieser neue Song raus, Million Dollar Smile. Was witzig ist, weil sie diesen Fragment auch schon in einem anderen Song hatte. Ja, bei Dings. Wie bei Standard auch. Das hat da auch ganz gut geklappt. Ein geiles Teil weiterführen. Ja. Der Style ist gut. Die hat eine eigene Tonalität ist eigen. Stimme ist eigen. Finde ich auch. So, ihre also Stimme wirklich ist geil. Also Aussprache ist cool. Aussprache so, ist die, komplett. Die rappt cool. Die ist nice. Ja. So. Wir haben schreibt sie selbst? Ich habe keine Ahnung. Spielt das eine Rolle? Bei den Songs, die sie spielt machen? Das Michael heute noch eine Rolle 2018? Also, spielt das immer die entscheidende Rolle und ich find's gar bisschen, nicht. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir bei so einer Person dann zum Beispiel fast schon davon ausgehen, dass sie nicht schreibt. Aber bei den Rappern gehen wir eher davon aus, so standardmäßig, aber dass sie schreiben. Aber von den 15, die nominiert sind, wissen wir ja von 6 Leuten, dass sie selber nicht schreiben. Weißt du? Und die gehen als Rapper durch, weißt du? Also warum sie so, nicht wollen wir die jetzt auch offenlegen? Hast du Beweise das hast du oder geil hast gemacht, du das? Also nur eine Vermutung. Ja, ja. Bei, Beispiel war das. Jetzt könnte man auch spekulieren, 6 Stück sind es. So, könnt ihr die Sache aussuchen? Ist mit nee, keine Ahnung, das war jetzt natürlich ja, so. Aber wahrscheinlich hast du recht. Also wenn es nur 6 sind, dann ist wahrscheinlich bei all den Feature-Gästen ist auch schon gut. Ich weiß es aber auch wirklich nicht. Das wäre nicht nur eine rhetorische Frage und jetzt eine fiese Unterstellung. Du hast auch das Recht, damit auf diese Vorurteile hinzuweisen. Ich es ist natürlich ein Vorurteil, weil man... Ist das ein Frauenvorurteil? Nee. Ich weiß nicht, war das sexistisch? Das ist einfach ein Neuzeit-Rapper-Vorurteil. Neuzeit-Rapper, Autotune direkt. Danke, dass du mich da wieder rausmanövriert aus diesem Sexismus. Nein, das ist auch bei Wort des Jahres nominiert gewesen, Neuzeit-Rapper-Vorurteil. Aber die Kategorie haben wir ja leider nicht mehr. Sie war jetzt Instagram-Personality auch, bevor sie angefangen hat zu rappen. Daher auch die Reichweite und daher auch das ganze Ding. Genau, vielleicht hat man dann manchmal so das Gefühl, ne, da ist ein Team dahinter und man will jetzt nicht unbedingt das so, weil man die vielleicht vorher nicht kannte, weil die nicht über Jams gekommen ist oder schon mal eine Vorgruppe gemacht hat. Ja, Kapi aber ist über Freestyle-Battles rausgekommen, so. Da ist ja keine Frage, das dass er nicht selber eigentlich ist. Widerspricht das voll dem, was man gerade immer so sagt. Ne? Ist einfach total witzig, nee, dass er über sowas halt reingekommen ist. Naja, aber Kapi ist komplette Ausnahme. Also aber, voll, guck mal, obwohl er so den Zeitgeist aber verkörpert, ist es, es lustig, ist dass Kapi ist unglaublich der krasseste eigentlich. Dude dann doch einer ist, der über die Battle-Schiene kam, genauso wie ist die Frage, wie viele das auch auf Schema genau dafür jetzt zu sagen, ey, wir hatten auch in der Deutschrap-Historie schon Leute, die durch Battles und als Jugendlicher, als Battle-Rapper und auf Jams und so durchgebrochen sind, trotzdem voll aus Sellout-Produkt geendet sind. So. Weißt du, ja, aber es hat geendet, hört sich so immer an, wieder passiert das auch. Also das heißt nicht nur, weil du aus dem Battle kommst, endest du am Ende dann als der Typ, der real seine Rhymes schreibt. Aber man schreibt kann auch immer darauf hinweisen, genau, das scheint ja bis heute eine gute Schule zu sein, so, auch für einen Kapi und ist halt bei vielen anderen auch so. Also von Sido und Savage bis zu Farid Bang oder halt heute Kapi, haben die alle irgendwann früher mal gebattelt und so ihre ersten Erfahrungen gesammelt und waren nicht nur reine Studio-Rapper. Aber, nur um noch mal einen reinzugeben, Battle in der Battle-Schule, also die Battle-Schule bildet dich nicht aus für einen guten Song oder für ein gutes Album. Macht dich noch nicht zum Songwriter. Auf hilft gar vielleicht Fall, auch, weil dass du da Erfahrungen sammelst, aber das kann noch das nicht mal zum Rapper unbedingt. Ja, also viele, die ja bei Rapper Mittwoch, also zum Beispiel, da muss ich Einspruch einlegen. Wie ist der immer, der sagt, ich bin respektlos. Cynic. Fiel mir gerade der Name. Der ist so Comedian, der ist ja kein Rapper, der wird ja, glaube ich, niemals ein Album aufnehmen. Ich meine, ein Freestyle, lass mich einen Satz klar. Also, weil du Comedian sagst, also ich denke, ein guter Freestyler oder ein guter, also jetzt nicht nur Freestyles, aber ihr wisst, also guter Rap am Mittwoch-Teilnehmer, guter Battle-Gegner ist auch ein bisschen Comedian. Er muss du musst ja die Leute abholen. Du musst das Wort Punchline. Schlagfertig, Schlagfertigkeit. Spontan, du musst, entertain, da ist was anderes als ein Song. Ein Song funktioniert auf der Länge, hat andere Funktionsweise, aber du musst doch auch die Leute abholen. Und oftmals ist es doch so, dass Leute mit billigeren Punches da gewinnen, weil einfach das Timing schneller funktioniert. Das Timing ist besser. Klar. Also deswegen ein bisschen Comedian ist immer gut. Also voll. Okay. Jetzt noch mal da. Also bei Rapper Mittwoch, was ja jetzt Top-Tier-Takeover heißt, da gab es auf jeden Fall im Halbfinale gab es mal so eine Kategorie, wo auch Texte vorgerappt wurden, auch mit Hook teilweise. Mit Gegnerbezug oder war das einfach nur werden? Konntest du machen, aber du konntest auch einfach nur über deine Homies rappen und so, weißt du, und wenn du es geil formuliert hast und so, dann hast du halt von der Crowd quasi einen Punkt dafür bekommen. Und bei Diltily, Don't Let the Label Label You, haben die jetzt auch, ich glaube, dieses Jahr eingeführt, vielleicht Ende letzten Jahres, die On-Beat-Battles, wo die Leute halt auch quasi komplett einen Part schreiben, der dann auch auf den Gegner gerichtet ist, aber halt auf Beat. Und dann haben die 3 Beats, jeder berappt jeden Beat mit einem 16er
Und da kommen eigentlich quasi schon geile Songs bei raus. So. Also du siehst, ob die Rapper auch einen geilen Song machen können. Mhm. Es ist dann halt natürlich nicht Neymar-mäßig, sondern halt ja, eher klar. So ne, in die Fresse rein. Aber interessant, wie wir von Loredana jetzt da gelandet sind. Nee, ja, jetzt mache ich aber den Haken einmal kurz. Denn wenn Loredana ins Studio geht, glaube ich kaum, dass sie da sitzt und irgendwie 80 Bars runterschreibt und sagt, pff, ja, irgendwie packe ich das jetzt auf einen Song drauf oder so. Ja, mach einfach Songs. Oder ich denke nicht mal, dass sie da sitzen und ein Album machen. Ja. Ich denke, die gehen ins Studio und zwei Wochen da dran, die nächste Hitsingle zu machen. Kann sein. Weißt du, deswegen kommen dann auch drei von drei. Sie können eigentlich den Tekashi-Lifestyle jetzt fahren. Mhm. Drei von drei, Billboard 2, weil sie hat drei Songs gedroppt, alle drei Hits, krass, alle drei erfolgreich gewesen, alle drei Ohrwürmer gewesen. Ja. Und wo wir die Frage, also, sorry, es bleibt abzuwarten, bei Loredana oder auch bei anderen war das immer so, es bleibt abzuwarten, wie das auf Albumlänge ist, das ist im Moment ist jede Single Hit. Aber musst du überhaupt ein Album machen? Hast du auch wieder recht, das ist wieder was Neues im neuen Jahr, muss man noch auf Album gehen? Muss man nicht.